Franzi arbeitet auch als Handy-Reporterin für Online-Zeitungen. Sie testet sogenannte Apps, das sind die total angesagten Zusatzprogramme fürs Handy. Freundin Julia hilft als Kamerafrau. Ganz kurz vorneweg, was passiert? Sie testen wieder irgendeinen Handy-Schnickschnack? Genau. Was ist es denn heute? Wir machen heute den Test zu Layer. Layer ist eine App, die einen Filter über die Realität legt. Wikipedia kenne ich als so eine Art Online-Lexikon. Genau. Wozu brauchen Sie jetzt im Handy ein Online-Lexikon? Ja, wir sind jetzt hier am Potsdamer Platz, haben viele verschiedene Gebäude um uns herum und wissen ja nicht, wie die Gebäude heißen. Und Wikipedia erkennt es durch die Kamera, also Layer erkennt es durch die Kamera und Wikipedia erklärt mir dann, was in diesen Gebäuden ist und wie sie heißen und die Historie dazu. Tolle Sache. So verwandelt sich das Handy zum digitalen Stadtführer. Aber braucht das einer? Was denkst du die beiden von? Ich weiß nicht, die sehen so unspektakulär aus. Wollen wir sie mal fragen? Und dann kommen weitere Sehenswürdigkeiten mit Erklärungen dazu. Aha. Verstehen Sie das Prinzip? Platz, genau. Da und okay. Da unten kann ich dann erkennen, was es ist, in welche Richtung es liegt und in wie vielen Kilometern Entfernung. Ah ja, okay. Aha. Verstehen Sie das Prinzip? Ja, ich glaube schon. Und wie finden Sie das? Ja, nicht schlecht. Also wenn man so ein Medienmensch ist, ist es toll, glaube ich. Ja, und würden Sie das nutzen? Ich glaube eher nicht. Also ich bin immer noch so jemand, der da irgendwie den Bestand plant und... Also Sie sind eher die Oldschool-Fraktion, die da nicht mit dem Handy durch die Gegend laufen würde. Ja, irgendwie schon. Ich habe kein Verhältnis zu Handys irgendwie. Gar nicht? Nee. Okay, gut. Dann vielen Dank. Ja, danke auch. Tschüss. Tschüss. Oldschool, also Franzi. Oldschool, ja. Na klar, ist ja Oldschool. Von der alten Schule. Okay. Lass uns mal um die Ecke rumgehen. Vielleicht kommen welche aus dem U-Bahnhof. Also ich habe mir jetzt mehr erwartet eigentlich, dass die sagen, wow, das ist ja total toll. Tun sie aber nicht. Ich würde es mal mit jungen Leuten eher probieren. Ja, junge Leute. Oh. Ihr seid Touristen. Ich habe hier nämlich was für Touristen. Wollt ihr mal kurz stehen bleiben? Ich habe so eine ganz alte Kiste, weißt du? Ja. Oh, sowas habe ich ja schon Jahrzehnte nicht mehr gesehen. Da geht es ja wohl nicht, oder? Nee, da geht es nicht. Und dann gehen die Einträge da mit und ändern sich. Embassy of the United States, Café Josti. Ah, sehr interessant. Bekomme ich das jetzt als Geschenk? Ja! Nee. Also das wird sie nutzen und findest es super. Ja, ich finde. Yeah, endlich mal eine, die begeistert ist. Sie würde das nutzen. Sehr schön. Solche Leute brauchen wir. Das ist die Zukunft. Ja, genau. Da stand sie. Ja, komm rüber. Hey! Wenn Sie das selbst mal ausprobieren wollen, das Ganze klappt angeblich auch in Ihrer Stadt. Vorausgesetzt, Sie haben ein Smartphone mit Internetzugang. Jetzt kann man ja nicht nur Häuser erfassen, man kann zum Beispiel auch die Barcodes von Waren scannen in Supermärkten. In Zukunft kann man angeblich auch Gesichter erfassen. Das heißt, ich gehe auf die Straße, halte Ihnen das Handy vors Gesicht. Genau, mit der Kamera. Und dann erfahre ich alles über Sie, was über Sie im Netz steht. Genau. Ist Wenn das für das Sie auch ist das für Sie auch ein bisschen eine beängstigende Vision oder ist das auch noch toll? Nee, also für mich ist es nicht beängstigend. Ich verstehe die ganze Diskussion darum nicht, weil ich finde es super, wenn ich das freigebe, dann ist es doch okay. Also so kann es ja auch jeder für sich freigeben. Finde ich total toll. Wobei man ja nicht unbedingt immer die Kontrolle darüber hat, was über einem im Netz steht. Könnte ja auch sein, es filmt Sie jemand auf einer Party, ohne dass Sie es wollen, stellt es ins Netz. Okay, also dann würde ich nicht auf diese Party gehen. Mich wundert immer ein bisschen, so sehr ich das auch liebe, ist eine faszinierende Entwicklung, dass wir noch immer, gerade in Deutschland, das Netz als eine Art Spielplatz sehen. Es ist ein Spielzeug, wir nennen die ja auch Spielzeug, Gadgets und so ähnliches. Aber es ist nicht nur ein Spielplatz. Es ist einer der am schnellsten wachsenden kapitalistischen Räume, die es gibt. Eigentlich ein kapitalistisches Paralleluniversum. Das Handy kennt uns besser als unsere engsten Verwandten. Ich würde es sogar noch deutlicher werden. Die Telekommunikationsprovider, wenn sie wollten, wissen über uns mehr als unsere eigenen Ehefrauen, Kinder, Eltern, was auch immer. Aufgrund der Vielzahl von Daten, die weltweit
minütlich eingegeben werden, ist es heute möglich, Muster zu erstellen. Und das meine ich mit Ausbeutung menschlicher Kommunikation. Wir sind alle auch ein bisschen Versuchstiere, denn diese Erkenntnisse, die dort gewonnen werden, werden dann verwendet, um zum Beispiel in Sachen zu verkaufen, aber auch, um Menschen zu analysieren an ihren Arbeitsplätzen, um sie zu analysieren in ihren Krankheitsgeschichten. Das alles ist nur die Spitze des Eisberges. Der FAZ-Herausgeber Schirmacher hat ja ein Buch dazu geschrieben und beschreibt Google als eine riesige Machtmaschine, weil sich da unheimlich viel Wissen über jeden von uns auch sammelt. Ne? Mhm. Ja, klar. Das ist für Sie aber keine Horrorvision? Überhaupt nicht. Also ich finde das gut. Und ich gebe ja auch das frei, was... Ich finde es gut, dass es eine Machtmaschine gibt, die alles über Sie weiß. Ach, hören Sie doch auf. Das klingt nur so böse, aber ja, ich finde das gut. Vitznau, tiefster Südschwarzwald. Sieben Häuser, kein Empfang. Wir sind unterwegs in einem der letzten Funklöcher Deutschlands. Hierher hat sich ein Mann zurückgezogen, der glaubt, dass Handystrahlen ihn krank gemacht haben. Jede Menge Aufbaumittelchen hat der Arzt Uli Weiner verschrieben und gleich noch schriftlich bestätigt, dass er keine psychische Störung hat, sondern eine echte Krankheit. Seitdem lebt er handyfrei im Wohnwagen. Ja, das mag zwar ein paar Sommerwochen hier ganz nett sein. Dann sieht es romantisch aus. Das schaut sicher romantisch aus, es hat sicher auch was Idyllisches. Aber im Wesentlichen vom Jahr ist es eigentlich ein Abenteuer und das macht man nicht freiwillig. Ja. Das macht man nur aus der Not raus. Und die Not bedeutet was? Warum mussten Sie hierher ziehen? Ich habe es einfach aus dem gesundheitlichen Hintergrund her. Also wenn ich länger der Funkstrahlung ausgesetzt bin, dann kollabiert der Körper. Und daher muss ich hier raus. Was heißt, der Körper kollabiert? Wie es geht ganz banal los mit Konzentrationsstörungen, mit Sehstörungen und geht dann weiter über Herzrhythmusstörungen bis halt zum Zentralausfall vom Nervensystem. Und wenn das passiert, dann... Und da reicht schon, wenn Sie in der Nähe eines empfangsbereiten Handys sind quasi? Ja, also ein empfangsbereites Handy an sich halte ich relativ lang aus, weil das ja erstmal nicht so viel sendet. Aber ein telefonierendes Handy oder auch ein dauersendender Sendemast, da geht es dann wesentlich schneller. Ja. Das merke ich schon nach kurzer Zeit, ja. Gelegentlich greift Funkloch-Uli zu drastischen Mitteln. Vor einem Jahr legte er im Schwarzwald einen Funkmast lahm. Der Hilferuf eines Strahlenopfers rechtfertigt er sich. Uli Weiner glaubt, dass er sich schon in jungen Jahren eine Überdosis Strahlen eingefangen hat. Er war ein Technikverrückter, schon als Jugendlicher ein Funkfreak. Später arbeitete er jahrelang in der Handybranche, bevor der erste Zusammenbruch kam. Seit 10 Jahren zieht er jetzt schon mit dem Wohnwagen von Funkloch zu Funkloch. 7 oder 10 Jahre ohne Handy, haben Sie das als Befreiung empfunden oder fehlt Ihnen auch was? Das ist eine sehr interessante Erfahrung, wenn man so lange ohne Handy, also muss die ganze Geschichte vielleicht sehen, dann wird es auch klarer. Also ich würd vielleicht im Nachhinein sogar sagen, ich war mal handysüchtig. Also ich war genauso mit dem Handy verwachsen, wie es viele Zeitgenossen heute sind. Ja. Für mich war das ganz wichtiger, normaler Alltagsgegenstand, Kommunikation aller Art. Und ich muss im Nachhinein natürlich sagen, es waren viele Gespräche dabei, die einfach absolut nicht notwendig waren. Ja. Und heute hier im Wald, man lebt viel bewusster. Tick-Tack, Tick-Tack. Essen und E-Mails bringen Leute aus dem nächsten Dorf vorbei. Nur mit dem Wasseranschluss im Funkloch hapert es noch. Uli will sich deshalb heute eine Quelle freilegen. Aber Herr Weiner, der Preis für ein handyfreies Leben ist dann doch ziemlich hoch, ne? Ich würde sagen, der Preis für ein Leben mit Handy ist noch höher. Ehrlich? Ja. Weil also lieber im Matsch wühlen als... Lieber im Matsch wühlen als am Handy sterben, ja. Ganz klar. Also die Funkstrahlung ist einfach viel zu gefährlich. Da ist das Matsch wühlen ja richtig gesund dagegen. Also richtig gesund. Wobei wir jetzt ja schlecht allen Leuten sagen könnt, zieht in den Wald, ins Funkloch und grabt euch eure eigenen Quellen. Was ist denn so, sagen wir mal, für den Normalbürger der richtige Weg, mit dem Handy umzugehen? Also für Normalbürger wäre der richtige Weg, weniger ist mehr.
Also Verzicht und vor allem an erster Stelle mal gucken, wo sind im Haushalt Funktechnik im Einsatz, WLAN, Schnurlos Telefon nach Deck. Die sind oft die größte Straßenbelastung und dann gleich gucken, braucht man denn ein Handy? Und dann überlegen, muss man überall immer an jedem Keller erreichbar sein und wichtige, vor allem die unwichtigen Dinge auch im Keller austauschen.